Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Derail Valley. Und heute ist es soweit. Wir machen schweren Güterzug mit unseren zwei Dampfloks. Wir haben knapp über 1000 Tonnen an Kohle da hinten und die soll man da zu dieser Stahlhütte runterbringen. Erstmal müssen wir hier den Berg raufkommen. Wetter ist schlecht. Beste Voraussetzungen für mich mit zwei Dampfloks. Wird schon werden. Okay, steuern werde es in dieser Ansicht, weil sonst konnte ich mit den zwei Dampfloks nicht gut umgehen zeitgleich. Sind beide gleich eingestellt im Moment. Und sollte eigentlich alles klappen. Ich würde sagen, wir fahren mal los, tun die Lokbremse lösen. Dann gehen wir mit dem Regler auf 2, hinten auch auf die 2. Sehr gut. Okay, maximale Kraft hier. Werden wir losfahren, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was wir hinten dran haben. Wir haben einerseits 640 Tonnen und 320 Tonnen, alles für das Stahlwerk. Kamera nach draußen bitte. Dann machen wir die Zylinderhähne dicht. Ohne bitte auch. Yes. Schmierpüppen ist an. Hinten auch. Oh, mal ein bisschen Kohle reinschmeißen. Klappen weiter auf. Habe ich jetzt hinten auf 100? Ne, 80. Okay. So, Stufe 3. 4 vielleicht bei beiden. Ne, 4 ist zu viel. 3. Ja, ich bin das beste Wetter für sowas. Aber vermutlich kommen wir nicht drum rum, dass wir sanden müssen. Nee, definitiv zu viel. Wobei, weißt du was, wir werden sanden. Beide auf die 4, damit wir hier mal Geschwindigkeit kriegen. Nice. Dürfen einfach noch nicht über 50 kommen, aber ich glaube, da kommen wir eh nicht hin. Oh, hier schauen wir auch gut aus. Kohle nochmal nachfüllen. Ja, Stufe 5 ist zu viel. Ja, hinten auch. Was irgendwie Sinn macht. Na, ja, werden wir langsamer. Na, ja, wir halten die Geschwindigkeit ganz gut. Nee, jetzt geht's runter. Okay, voll sanden. Mehr Schmacko. Yes. Mann, es ist halt richtig teuer, die beiden jetzt hier da. Komm. Sanden 100%. Oh, das rotzt so die Kohle weg. Wasser 11. Machen wir hier. Machen wir mal auf 11. Gott sei Dank ist der Anstieg nicht allzu lange. Ah, das sieht schon mega geil aus. Lok, sehr schafft's das.
bisschen mehr. Holy moly, also eine Lok hätte es auf jeden Fall nicht geschafft. Was haben wir hier? Was? Ja, zeig's nochmal. 1,7. Hier mal auf die 2. Da haben wir 2 rauf. Dann mit der Kuli. Ja, lauft soweit erstmal. Geile Sache. Das wäre jetzt einfach so geil im Multiplayer. Nicht da hinten oder vorne oder der andere. Wenn du irgendwie überkommst, dann verständigen, was zu machen ist. Ah. Hat schon was. Aber mich wundert es, dass sie nicht schneller sind zu zweit. Nur noch mal die Außenansicht. Das ist alles zu die gestern Speisung machen wir mal zu hier. Da auch. Nur für einen Moment. Verträgt es, wenn ich Sand ein bisschen wegnehme? Nö. Aber auf 60 könnte man gehen. Dann sparen wir da wenigstens ein bisschen was. Eigentlich, wir haben jetzt die hintere ausgewählt. Mal ein bisschen hochgehen. Du, Steuerung. Und ein Lock bitte. Wenn man denkt, dass eine Lok eigentlich so für 1000 Tonnen ausgelegt wäre. Wasser auf 20. Besten bei beiden. Ohne reinschmeißen. Oh, Wahnsinn. Die schmeißen die Kohle nur so weg. Wobei, wir hätten ja hinten auf dem Wagen ein bisschen was drauf. Also, könnten wir uns ja bedienen. Ja, jetzt wird schneller. Machen wir mal runter. Ich glaube, sobald es dann bergauf geht, bergunter geht, so, kann man es eigentlich wieder in die Ego-Perspektive reinsetzen und erstmal mit der vorderen fahren. Ja, jetzt kriegen wir Speed. Plus 1,8. Nice. Dann gehen wir mal auf 60 runter. Oder vielleicht sogar 40. So, hintere. Jetzt ist Kohle. Gesselspeisung machen wir raus. Auch da raus. Nach wie vor zu viel. Das war aber ein kurzes Abenteuer in der Geschwindigkeit gewesen.
Oh, oh. Nix gut, Wasser. Noch die vordere. Gar nichts gut, Wasser. Ja, was jetzt natürlich nach vorne schwappt. So, beide auf 33 jetzt. Jo, jetzt geht's bergab. Okay, das heißt bei der hinteren. Hier stimme ich mal vom Gas weg. Sonst Steuer aus. Du gehst bitte auch vom Gas weg. Und Sandsteuer weg. Okay, dann können wir erstmal mit einer Lok arbeiten. Solange wir die zweite erstmal nicht brauchen. Da kommt Schild. 60 mit minus 1,8. Oh, was ist am Auffüllen? Jo, jetzt wird's flott. Machen wir die Kamera auf die vordere. Alter, Wasser, rein damit. Wasser, rein damit. Ich glaube, langsam ist Bremsen die Option. Ja, mal auf 1. Oh, Wasser kommt. Interessant, dass die Pfeife da so richtig schön am Mitschwingen ist. Ne, Bremsen wieder lösen. Was war mal hier? 70. Was, was, wir gehen da mal auf die 11. Klappe zu. Machen wir 8. Klappen zu. Vordere Lok bitte. Zugbremsen. Au, oh, das war ein bisschen flott. Ah, oh, ich hab jetzt echt ein bisschen Schiss, dass wir hier die Bremsen überhitzen dann. Bremsen lösen. Hauptsache, oh, 50. Na, dann bremsen wir rein. Ich hoffe, ich fahre hier richtig, aber ich glaube. Lösen. Was macht's Wasser bei der anderen? Wasser schaut gut aus, machen wir hier mal zu. Weißt du was, wir gehen jetzt mal kurz in die Ego-Perspektive. Ja, dann lassen wir mal rollen. So. Ne, Wasser machen wir ganz zu hier. Da sind wir jetzt mal ganz gut bedient. Oh, sehr geil. Alles noch ein bisschen schnell hier. Mal wieder bremsen. Also meine Strategie wird sein, dass wir das immer so ein bisschen stoßweise machen. Und dem wieder 70. Lösen. Schneller. Bremsen. ...60 und langsamer werdend. Da kommt nochmal so eine 40er-Passage.
Ja, 40. Leute, ich muss mal ganz kurz einen Schnitt machen. Ich bin gleich wieder für euch da. Und schon bin ich wieder da. Ruckt allein eine Sekunde. So, 40. Bremsen bitte. Und ich gehe mal kurz in die Außenansicht. Einfach, weil ich mal die andere Lok kurz checken will. Da ist aber noch alles super. Oh, scheiße. Ich muss die andere Lok rein. Das war ein bisschen zu viel Bremse. Oder zu lang gebremst. Lösen bitte. Oh, da hinten ist schon wieder 60. Sehr gut. Ja, außen an sich ist ein bisschen blöd, wenn man hier Tunnel hat. Ich hoffe, den Bremsen. Oh, scheiße, die Bremsen sind schon rot. Das heißt, wir machen mal was anderes. Gucken wir mal so mal ein bisschen gegenbremsen. Wenn es dann irgendwie was bringt. Wasser ist gut. Ja, glüht noch. Schauen wir uns das mal von. Ah, nee, ich wollte die Fotomuse machen. Ich wollte den hier. Nein, raus von hier. Jo. Ganz klein wenig rot. Und Gas geben. Kritisch, kritisch. Habe ich eigentlich meine Lampe mit dabei? Meine die andere? Ne. Schade. 60 langsamer werdend. Wieder nach vorne. Aber ich meinte, das wäre jetzt mal das Schlimmste gewesen. Okay, Außenansicht. Oh, ich schmeiß noch mal ein bisschen Kohle rein. Hinter der Dampflok. Wie geht's dir so? Kohle reinschmeißen, ansonsten geht's dir gut. Ab wieder zu fordern. Ah, Dead Tree. 40. Oh, wir bremsen nochmal. So, können wir wieder lösen. Weltkarte, wo bin ich? Ah, da. Okay, einmal nochmal im Kreis drehen. Nach wie vor 40. Ah, ich würde sagen, fährt sich jetzt mal nicht so schlecht. Lösen. Auf die 50 hin. Wieder gut Spielraum mit der Bremse. Sehr gern. Nicht langsamer werden. Gas geben.
Na komm. Na groß, du brauchst die zweite. Okay, da kommt das Gefälle mit 60. Da tue ich dich mal lieber schon. Na, auf 60 kommen wir jetzt so von alleine. Ah, so cool. Wie machst du überhaupt die 60 dann? Behalten. Minus 2,3. Yo, shit, 30. Bremsen. Oh, das ist wieder der Moment, dass die Bremsen rot werden, oder? Oh, jetzt fängt es mit dem Wasser wieder an. Außenansicht. Hintere Lok. Zylinder hinten auf, bitte. Gib mal ganz kurz einmal durchblasen. Das war's. Bei dir auch mal ganz kurz blasen. Oh, nicht, dass wir hier einen Zylinder kaputt machen. Kohle. Man ist gerade See. Und hier Kohle. Ja, rein in die Lok. Jetzt sind wir jetzt im 60er Abschnitt. Mal schauen, wir sind da oben. Ja, da hier ist alles 60. Gemäß meiner Map. Ja, lass mal gemütlich rollen. Müssen wir es irgendwann mal ausprobieren mit dem Trick mit unserem Mannschaftswagen, dass man da einfach die Handbremse anzieht. Weil die kann angeblich nicht überhitzen. Was unrealistisch ist, aber ja, wohl halt ein Ding, was Leute machen. Der Kreuzung nicht mehr allzu weit sein. Ja, 60. Komm, bremsen mal wieder mehr runter. Oh, das passt. Lösen. Bremsen schauen, glaube ich, gut aus. Leuchtet zumindest nichts. Jo, gleich können wir heizen. Mal schauen, auf der Karte sind wir jetzt da. Da ist erstmal dann 60 und dann 70 erlaubt. Ah, oh, shit, Zylinder hinten offen. Machen wir die Luftklappen ein bisschen auf.
Und dann schauen wir, dass wir da mal wirklich Gas geben. Temperatur geht nach oben. Nice. Mal kurz die Steuerung übernehmen. Luftklappen auf. Zylinderhähne zu. Oh, beide sind am Gas geben. Oh, wie krass einfach die Temperatur nach oben steigt, wenn die Klappe ein bisschen offen ist. Jo, 60, 70. Läuft. Vielleicht gerade ein bisschen arg schnell. Ja. 80, passt. Voll Schmackes, geht schon. Geil. Hintere Lok. Vollschmackes. Aua. Oh, der Sound jetzt. Und darum sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich das bereuen werde. Ah, ist irgendwie schräg, die Rebelle so zu sehen. Wie weit geht der Tacho eigentlich? Ah, oh, da kommt noch ein bisschen. Gut. Komm, wir lassen uns mal bei der Geschwindigkeit. Die hintere geht jetzt mal runter. Alla, Highspeed, 85. Oh komm, drück jetzt einmal runter. Wasser einfüllen bitte. Ja. Bremsen. Oh, da hinten Wasser ist okay. Zugbremse wieder lösen, dankeschön. Und nochmal hin noch die letzte Steigung. Da müssen wir jetzt dann eh bei der Einfahrt aufpassen. Dass er nicht wieder auf was Besetztes hin donner. Heizen da. So, du das auch nochmal mithelfen. Wäre ein Dreierpack vielleicht zu viel? Eigentlich witzig mal mit drei Loks davon, aber das wäre dann so aufwendig. Ich glaube, das wäre nur mit Mod irgendwie sinnvoll. So, runter vom Gas. Und jetzt sollte ich mal aufpassen, wo ich hinfahre. Oh, Kamera nach da vorne. Ja, wir fahren jetzt erstmal ins mittlere Gleis rein. Schaut gut aus. Und dann schauen wir, wo wir eigentlich unsere Sachen abstellen müssen. Ah, weiß ich.
Sehe es nicht. Ja, das sieht gut aus. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Oh, Speisung machen wir zu. Ich vermute mal, da kommt was hin. So, Zugbremsen. Öde Dongi, runter. So, wenn wir jetzt drüber schießen, ist jetzt eh egal. Hintere Lok, wie geht's denn dir so? Der geht's wunderbar. Okay, die werden wir jetzt mal fürs Rangieren ignorieren. Mal gucken. Beats. Ne, warte mal, fahren. B3i wäre das erste. Und B3O. B3i. I und O. Ist es mal I? Wo ist B3.0? B7. Hä? B3. Stahlberg. B3.0. Okay. Mein Gleis hat keine Nummer. Jetzt bin ich. Hä? Ist das irgendwo da hinten? Lass mal schauen, wie heißen die? Das sind die A-Gleise. Ist auch ein A-Gleis. Das da hinten ist Werkstatt. Hä, wo ist denn das andere dann? Finde ich jetzt gerade mal sehr schräg. Ah, warte mal. Nee. Was soll das sein? E3O. Es gibt noch ein B3I. E1.0, B2.0. Okay. Habe ich irgendwo ein Kopfgleis oder so? Das, hier ist alles mit A. A, A, A. Es kann eigentlich nirgendwo anders sein als wieder oben. Okay, ich glaube, ich muss meinen Bahnhofsplan anschauen. SM, ganz nach vorne. Alle nach vorne. So, da ist die Gruppe B. Da hat es kein 3O. SW. Es ist ja. Ach. Oh, ich war bei Schritt 1. Ich bin so ein Held. Abkuppeln. B3i. Warte mal, beide B3i. Das ist ja praktisch. Okay. Ja, dann. Rein in die Lok. Mann, ey. Ich muss meine Sachen genauer lesen, ey. Das schaut nicht so gut aus. Wasser ist voll. Kohle ist nicht mehr so geil. Passt. Hätten wir erledigt. Jo. F4. Ah ja, stimmt ja. Du hättest es ja auch gern. Gut, so kann man natürlich auch fahren. Bleiben wir mal auf 0. Rein in die Lok. Hier zu machen.
Einmal von draußen, weil es einfacher ist. Wir könnten jetzt nochmal schlauerweise mit der Kamera hier nach hinten gehen. Ich spiele mal ein bisschen Rangierhilfe. Einfach mal die Dampflok fernsteuern. Why not? So, Zugbremse. Bremsen. Und weiche. So, B3I. Das war das Gleis hier, ne? Glaube. Einmal mal zurückdrehen. Dankeschön. Lösen. Oh shit, wir sind da drin. Oh nein, fuck. Unter Umständen muss ich es mal kurz nach vor zur Lok. Oh, glaube ich, brauchen wir jetzt die zweite. Rückwärts. Hilf mir mal mit, bitte. Ja, das war nicht so schlau. Komm, drück ihn. Du brauchst noch Wasser, sehe ich gerade. Oh, fein macht sie das. Oh, zumachen. Der Rhythmus passt jetzt gut. Sehr geil. Ist bei dem im Wasser, da geht's eigentlich noch, aber Kohle noch ein bisschen rein. So, ich glaube, jetzt reicht's, wenn es nur noch eine macht. Da hinten eher aufs Richtige, ne? Ja, wird schon passen. Ansonsten, wenn es kracht, noch ein Meter, ne? So. Wasser aus, Dankeschön. Lass es das richtige Gleis sein. Eigentlich wisst ihr, was wir eigentlich auch mal machen sollten? Mal so die. So ein bisschen Ablaufberg spielen. Das wäre eigentlich witzig. Irgendwie oben auf dem Berg stehen bleiben und dann die Gruppen entsprechend runterfahren lassen. Ich glaube, das machen wir. So, Wagen sind da. Wir haben es geschafft. Dann tun wir hier mal abkuppeln. Komische Geräusche hier. Södele. Hier machen wir mal zu. Dankeschön. Ah ne, da lasse ich offen. Oh, einmal schön leer machen. Handbremse. Nehme ich mal. Die hier. Und das war's. Dann holen wir unser Geld ab. Södele. Also, ich hab für dich einmal den da. Nice. Kein Zeitbonus. So ein Arsch. Und dann habe ich für den da. Auch kein Zeitbonus. Mann. Ja, gut. Ich würde sagen, ich glaube, die Kohlungsanlage war wo? Und, bist du Kohle? Kann ich da raufgehen? Kann da raufgehen. Okay. Jo. Kohle. Lass mal gucken. Wasser, Betrieb für meine Wartung. Muss die Steuerung für das hier? Also. Ich hier kein Kohle?
Oder könnte es allgemein zum Entladegleis hier? Moment, was sagt die Karte? Doch, Karte sagt, ich kriege hier auch Kohle. Wo wäre Kohlen? Oder wäre das hier drin? Ne, kannst du mir irgendwie nicht vorstellen. Diesel, Sand, Öl, Räder. Nee. Hä, das muss doch das sein. Ach, da ist es. Kohle. Ja, okay. Dann werden wir mal unsere Loks schnell servicieren und eine kommt dann in die Abstellung. So, die sind ready. Gehen wir in den Main-Log hier rein. Ausgeben bitte. Ja, Moment. In Drehlock, ich komme gleich. Warte mal, haben wir jetzt einen Richtungswend? Ah, nee. Das wollte ich nicht. Ah. So, ich wollte das eigentlich machen. Nice. Wollte jetzt fast schon sagen, wir könnten eine kalt machen, aber das geht nicht. Wir brauchen beide noch Power. Halt, falsche Bremse. Die Bremse bitte. Und einmal komplett durch. Dankeschön. Wow, Wasser haben wir echt nicht mehr viel. Man hat jetzt echt so viel verschleudert, wissen wir dahinter ein Lok. Ja, halt, falsch ausgewählt. Ja, die hat noch ein bisschen mehr. Aber trotzdem, ja, eine Bergfahrt hat ganz schön Ressourcen gekostet. Oh, komm, durchblasen. Sehr gut. Überlegen, sollen wir das auch noch auf die Drehscheibe machen und hinten abstellen oder das machen wir jetzt nur einen Tender, dass die bei beiden wieder alles sauber sind. Ja, okay, wir machen bei Tender und eine tun wir hinten abstellen. Und die andere lasse ich draußen. Da werde ich noch für mich mal ein bisschen rumgurken. Weil zwei brauche ich nicht. Das ist ein bisschen einfach zu viel Arbeit auf die Dauer. Aber es ist schön. Oh, bleiben sehen. Nice. Oh, straight nach vorne bitte. Ich glaube, die zweite Weiche ist falsch. Ja, war falsch. Jo, stimmt. Nice. Oh, jetzt müssen wir einfach nur noch eine Punktlandung hinlegen da. Damit der da glücklich ist. Bremse. So.
Es war zu weit. Oder auch nicht. Oh, ich glaube, das könnte passen. Nein, falsch ausgerichtet. Ah. So, Retour. Schick hier noch. Ha? Mach dein Piepsding. So, jetzt. Perfekt. Also, einmal rein damit. Oh, teurer Spaß. Für 4000. Ja, dann einmal bitte bezahlen. Dankeschön. Und Lok Nummer 2. Das mache ich mal schnell aus dem Menü da raus. Kamera. Können wir mal bitte jetzt dahintern? Ah, wobei. Ne, wir machen was anderes. Wir werden bei dahinter mal das Wasser gerade füllen. Weil die gerade so halbwegs gut steht. So, tu mal so rüber. Okay, Deckel auf. Hallo? Deckel. Komm, geh auf. Ah, shit. Jetzt glaube ich gerade nicht aus. Ah, so ein Shit. Es geht sich halt gerade nicht aus. Ah, na gut. Ah, müssen wir halt ein bisschen fahren. Vorwärts bitte. Nur so ein kleines Müh. Schauen wir mal, ob das schon gereicht hat. Ja, geil. So, einer mit. Geil. Geldasche. Da nimmt's mehr Geld. 1600 Dollar für Wasser, ey. Teuer hier. Tender Nummer 2. Einmal auffüllen. Ne, nicht Fotomodus, ich will raus. Modus. Das passt. Oh, schön sacht, ey. Ja. Ich glaube, das kann passen, oder? Probieren wir es einfach mal aus. Gehen wir mal zurück rein. Geht doch. Ja, also ein Job darf man hier echt nicht fahren. Mit Doppeltraktionen. Das ist sonst Minusgeschäft. Okay, dann wäre der hintere bereit. Dann müssen wir eigentlich bei dem hier nur noch das Wasser nachfüllen. Und dann wären sie theoretisch wieder bereit für Unfug. So, los geht's. Ich schaffe es gerade aufs erste Mal. Ah, Stückchen noch. Oh, sollen wir mal bremsen. Könnte passen. Nicht schlecht. Na? Ach so, stimmt. Ich habe ja den Deckel da nicht aufgemacht. Aber machen. Ja, geil, 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 geil. Alles am Panis. Sehr gut. Einmal Geld.
Oh, passt. Also, Tender bei beiden wieder happy. Und ich würde sagen, die hintere werden wir uns mal abstellen. Ja, das war jetzt weniger schlau. Dolok, ich komm schon. Du kommst in die Abstellung. Du kommst ja noch drauf. Heizen machen wir jetzt nicht mehr. Und weil ich es gerade sehe. So. Oh, anhalten. Nein, den hier. Dankeschön. Weiß ich. Perfekto. Ach so, jetzt habe ich natürlich nicht geschaut, ob die Drehscheibe passt. Sollte man vielleicht langsam reinfahren. Ja, Bremse ist gelöscht. Aber jetzt was, ich kann nochmal schnell nach vorne gehen. Haben wir. Shit. Ich habe auch kein freies Gleis. So was, dann fahren wir hier rein. Brauchst jetzt eh nicht. Ja, das hätte ich vielleicht vorher anschauen sollen. Naja. Beziehungsweise macht es, glaube ich, Sinn, dass wir eh gerade mit der komplett reinfahren. Und dann machen wir noch Service von allen anderen Sachen. Rädern, Schmieröl und Co. Und dann ist die komplett serviciert erstmal. Ja, warum eigentlich auch nicht? Oh, langsamer. Okay, was? Also, was kann man hier so alles machen? Inkompatibel, Räder, aktuell. Ast ist voll. Fahrgestell voll. Ja, und das war's. Okay, 337, das kriegst du. Und unseren Big Boy lassen wir dann hier drin. Also, wir tun erstmal hier auf. Dann abschlagen. Dankeschön. Da tut sich nichts mehr. Perfekt. Ja, das war's. Und den Rest, weil ich jetzt faul bin, das mache ich jetzt aus. Das mache ich jetzt aus. Und Handbremse rein. Dann war's das. Ich bleib hier stehen, bis ich mal wieder die Dampflok hier brauche. Oder eben mal herkomme. Und, oder ich mit irgendwas reinfahren muss, weil es im Arsch ist. Dann zieh's halt mal kurz raus. Ja, okay. War spannend, da mal mit den zwei Dampfloks zu fahren, aber es ist halt umständlich. Also wenn der Mod irgendwann mal wieder geht, dass man die zwei Dampfloks oder drei, je nachdem, synchronisieren kann, dann glaube ich, würde ich es noch ein bisschen öfter machen. Ich hoffe. Was ist das? Sehe ich erst jetzt. Gott sei Dank geht das so schnell in dem Spiel. Rauf. Oh Mann. das sieht so schräg aus. Wenn man hier diesen Quick Jump macht. Sind wir auch irgendwann mal oben?
Okay. That's a thing, I guess. Mal hier rein. Okay. Ich kann da rauf. Irgendwie. Was? Nein. Oh. Ich hab's fast geschafft. Komm. Oh. Dahinter ist der nächste Turm. Wo sind eigentlich wir jetzt? Okay, der... Ich glaube, da hinten. Er tut einfach die Sachen halt wegladen. Aber okay. Warte, schauen wir das jetzt nochmal ganz kurz an. Also, wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Mal schauen, was wir da machen werden. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.